Okay, dann wollen wir direkt wieder zu Kenji uns aufmachen. Schön, wie es den weggebounced hat. Und uns direkt den nächsten Auftrag krallen. Es läuft eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Aber seine Missionen sind bisher auch noch nicht so ultra schwierig und relativ unschuldig, habe ich das Gefühl. Also was heißt unschuldig? Wir haben da einen offensichtlichen Mörder aus dem Gefängnis geholt im ersten Auftrag, aber für uns war es jetzt nicht so der Riesenauftrag, meine ich. Mal schauen, ob es jetzt komplizierter wird. Der Jamaika-Deal. When trouble looms, the fool turns his back, while the wise man faces it down. The Colombian cartel have ignored repeated requests to leave our interests in liberty well alone. Now they are negotiating terms with the Jamaicans in order to humiliate us further. They are finalizing a deal across town. Take one of my men, steal a Yazi car, and go pay your respects to the Colombians. Our honor demands that you leave no one alive! Okay. It demands that you leave no one alive. Das Kartell erwartet eine Yardi-Gang. Klau einen Yardi-Wagen. Fahr nach Norden. In Newport findest du einen. Okay. Das kriegen wir hin, denke ich. Ich habe keine Ahnung, wie die Yardi-Wagen aussehen. Und ich konnte mich auch gar nicht mehr daran erinnern, dass es hier eine jamaikanische Gang gibt. Aber gut. Bringen wir mal ein bisschen Farbe ins Spiel hier. Ja, machen wir uns mal auf die Suche. Und ich verstehe gerade noch nicht so ganz, inwiefern sich die Interessen, die Geschäftsinteressen der beiden überschneiden. Macht die Yakuza denn auch in Drogen und so? Keine Ahnung. Aber ich habe das Gefühl, das Kartell legt sich tatsächlich mit jedem an in der Stadt. Ja, ist ja gut. Also nicht bloß mit anderen großen Organisationen, mit anderen kriminellen Organisationen, sondern auch mit jedem, der auf der Straße rumfährt. Zum Beispiel mit mir. So, wo finde ich denn jetzt so einen Yari-Wagen? Das ist die große Frage. Müssen wir mal ein bisschen Auge drauf haben, ob irgendwo auffällig aussehende Autos rumfahren. Momentan sehe ich ehrlich gesagt noch keine. So, jetzt bin ich im Norden und ich muss feststellen, ich weiß nicht, wie die Dinger aussehen. Bin mir relativ sicher, dass ich noch keins irgendwie an mir vorbeifahren sehe. Du bist kein Yardi-Wagen, oder? Nee, das ist ein stinknormaler. Diese Kartelltypen nerven aber schon so ein bisschen, oder? Hat auch gar keine Zeit, hier ein bisschen sich umzusehen. Heilige Scheiße, Mensch. Ja, ist ja gut. Ich gehe ja schon. Lasst mich in Ruhe. So. Zur Rache klaue ich mir einen von euren Wagen. Alter. Die Typen haben noch ein Ei am Wandern, ey. Ja, ja, ja. So, haben wir denn jetzt hier irgendwo einen Wagen, der eventuell zu einer Gang gehören könnte? Oh, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ihr geht mir gerade ganz gewaltig auf die Nerven mit eurem Rumgeballer. So, geht mal her hier. Komm. So, wir geben uns wieder auf die Suche. Was könnte denn ein Yavi-Wagen sein? Keine Ahnung. Wisst ihr was? Bevor ich hier jetzt noch ewig ohne Anhaltspunkt herumsuche, werde ich einfach mal eine kurze Pause reinmachen, einen kleinen Cut reinmachen und sobald ich einen habe, seid ihr wieder mit dabei. Also, bis gleich. Ich glaube, ich habe endlich einen gefunden. Ich musste zugegebenermaßen erstmal im Internet nachschauen, wie die Yardi-Karren aussehen. Aber das hier sollte eine sein. Und selbst danach, nachdem ich wusste, wie sie aussehen, musste ich eine ganze Weile suchen, bis ich jetzt endlich mal welche gefunden habe. Aber jetzt sind wir endlich erfolgreich. Hole deinen Kontaktmann ab. Das machen wir sehr gern. So hübsch sind die Karren jetzt nicht. Aber hey, ich muss ja bloß jetzt damit fahren. Von daher passt schon. Steigen Sie ein, mein Freund.
Komm, schneller! Das Treffen findet auf dem Krankenhausparkplatz in Rockford statt. Natürlich hat die Kiste eine Lowrider-Technik mit drin, eine Hydraulik. Es muss in jedem GTA-Teil irgendeine Gang geben, die Lowrider hat. Gut, darunter müssen wir. Dann schauen wir mal, dass wir da vielleicht auch wohlbehalten ankommen, ohne die Kiste aufs Dach zu legen. Ich hoffe, das klappt hier. Ja, sehr gut. Gott, mit dieser schwammigen Federung. So, was genau müssen wir denn jetzt machen? Ich habe es irgendwie noch nicht so ganz gecheckt. Müssen wir einfach Leute umbringen? Ja, ne? Ich glaube schon. Na dann. Drück die Hupe, damit der Deal in Gang kommt. Nimm dir sämtliche Kolumbianer vor, zerstöre die Fahrzeuge und stell die Aktentasche sicher. Na, großartig. So, ich glaube, das hat funktioniert, oder? Puff. Schön hier bleiben. So, dann sammeln wir nochmal schön die Muni mit ein. Und dann auf ins Casino. Jetzt nehme ich aber ein anderes Auto. Komm her, Kollege. Er ist gleich hinten rein. Ich glaube, wir müssten ihn gar nicht mitnehmen, aber wenn er das schon mal mit uns gemacht hat, dann können wir auch so freundlich sein und ihn wieder mit zurück in vernünftiges Territorium, nämlich ins Yakuza-Territorium nehmen. Gut, das war doch letztendlich relativ einfach. Und ich stelle mal wieder fest, wir sollten immer ein bisschen MP-Munition bei uns haben. Ja, ja, blödes Rumgeballer. Diese Busse sind cool, diese alten, die hier rumfahren. So, na klar, jetzt wo ich es nicht mehr brauche, sehe ich die, ja, die Wagen hier überall. Schnell zurück ins Yakuza-Gebiet. Auch das war wieder eine relativ schnelle Nummer und eine relativ unkomplizierte noch dazu, muss ich feststellen. Also die Aufträge für Kenji, die sind ganz angenehm, muss ich mal sagen. Die sind nicht weiter kompliziert. Und ich schätze mal, auch dieser wird uns gut Geld geben. Wird uns gut Geld bringen, meine ich. Wo muss ich denn hier hin? Ah, okay. Und damit wäre auch der erledigt. Nochmal 25.000 Dollar für uns. Das ist sehr freundlich. Da bin ich dabei. So, nehmen wir uns gleich mal ein neues Auto. Ja, ja, ja. Alarmanlage, also bitte. Bitch, please. So. Tröte dich aus. Wir nehmen dabei mal den nächsten Auftrag an. Die Gang. To be truly strong, it is important that you never show weakness. The business is fortunate enough to have our protection. Settle their accounts today. Go and collect the money immediately, so we can enter it into the casino accounts. Ich habe das Gefühl, die lassen den Kerl absichtlich immer extra viele Sätze mit S sprechen, beziehungsweise extra viele Wörter, in denen ein S mit vorkommt, damit man sein Gelispel noch extra mitbekommt jedes Mal, damit man immer wieder draufgestoßen wird, dass er lispelt. Na gut, was soll's. Fangen wir mal an. Oh. Ich schätze mal, wir werden dann einige Probleme beim Einsammeln bekommen, aber das kriegen wir schon hin. Tasche 1 für uns. Mal sehen, wann es losgeht. Da kommen dann bestimmt irgendwann Leute, die nicht bezahlen wollen. Oder vielleicht auch irgendwelche Leute, die uns eine Falle stellen wollen. Das kennen wir ja schon von den Schutzgelderpressungen der Mafia in Portland. Ist ja im Prinzip alles nichts Neues für uns. Ja, ist klar. Das war ja zu erwarten. Arschloch. Das Gute ist, er hat uns gleich neue Munition zu liefern für die MP. Wunderbar. Das Auto müssen wir dann vielleicht bei Gelegenheit mal wechseln, weil es jetzt doch schon ein bisschen was abbekommen hat. Zwar jetzt nicht so ultra viel, aber wenn wir jetzt noch ein paar Mal in irgendwelche Schusswechsel reinkommen, dann könnte es früher oder später Feuer fangen. So, wo muss ich denn hier lang? Ich glaube, wir müssen runter, ne? Geht das hier so? Oh, ich sehe schon, hier können wir nicht einfach nur einsammeln.
And I wouldn't pay you if I could. Some young gang just jacked up the place. They took everything. You guys are useless. What kind of Yakuza are you anyway? Ich bin gar kein Yakuza. Strafe die verantwortliche Gang und stelle das Schutzgeld sicher. Ich bin gar kein Yakuza, ich bin bloß der Vollstrecker für die Yakuza. Ich habe mit den Leuten selbst nichts zu tun. Ich bin ein Freiberufler, Freelancer. Huch. Gut, dann fahren wir halt da lang, wenn der LKW sagt, ich soll hier lang fahren. Ist in Ordnung. Wir machen aber mal auf den Weg zurück. Da sieht man wenigstens auch was. Okay, wo müssen wir denn hier hin? Ist das... Oh nein, ich muss rüber nach Portland? Echt jetzt? Ach nö, oder? Entschuldigung, ich habe gerade auf den Radar geschaut, deswegen bin ich in ihn reingerasselt. Ich glaube, ich nehme mir mal das nächstmögliche Auto. Oh Gott. Ich habe irgendwie gerade Angst um mein Leben. So, nehmen wir den. Den überfahren wir mal. So. Und dann fahren wir eben im Kartellwagen nach drüben. Kein Ding, kein Ding. So, wie sieht denn das aus? Kommen wir hier irgendwie rüber? Ich glaube nicht, ne? Aber wir müssen rüber, ne? Ja. Sieht ganz so aus. Bleibt uns wohl keine Wahl? Dann müssen wir mal zur Callahan Bridge rüber. Wow. Alter, Physics in diesem Spiel. Es ist Wahnsinn. Vor allem, wie man sich so Stück für Stück nach unten durchhangelt und immer weiter abstürzt. Großartig. So, dann nehmen wir eben doch wieder einen Yakuza-Wagen. Auch okay. Hallo, Asuka. Falls ihr noch jemanden braucht, der euch hilft, den Massagestab zu halten, sagt Bescheid. So, jetzt aber gerade nicht. Jetzt müssen wir erstmal auf die andere Seite rüber. Bin ich mal gespannt, was für eine böse Gang das war. Ob das jetzt hier die Diablos vielleicht waren. Oder ob vielleicht die Mafia damit die Griffel im Spiel hat. Kann ja auch sein. Kartell glaube ich jetzt mal nicht, denn die sind nicht auf der Insel hier im Osten angesiedelt. Eigentlich zumindest. Aber wer weiß, wer weiß. Triaden könnte auch noch sein. Die sind ja auch noch hier. Wobei die Triaden, die haben ja eigentlich gar nicht bisher mitgespielt, da auf der Insel im Zentrum. Auf Staunton Island. Das wäre jetzt ein bisschen verwunderlich, wenn die da irgendwie mit rein pushen würden. Andererseits, Chinesen und Japaner. Könnte schon sein, dass die irgendwie Beef miteinander haben. Aber das ist doch eindeutig Diablo-Territorium hier. Oh ja, hier haben wir gut was zu tun, glaube ich. So, lass doch mal das Sturmgewehr auspacken. So, dann wollen wir mal. Ey, den treffe ich ja sogar. Ist ja super. Schön. So, Kollegen. Das war nix. Da waren es bloß noch zwei. Ja, blind klappt nicht so ganz. Okay, ich sollte vielleicht doch auf die MP eher wechseln. Das hat funktioniert. Das war's für euch. Ich nehme die Aktentasche an mich und jetzt ganz schnell zurück ins Casino. Unsere Sturmgewehrmuni war jetzt erstaunlich schnell weg, muss ich sagen. So, oh, ich sehe gerade, wir könnten doch eigentlich mal mit dem lustigen Buggy hier drüben fahren. Ich hoffe, der hat keine Bombe drin oder so. Der gute alte BF Injection, den haben sie, glaube ich, auch im... Ja, nicht jeden Teil. Ich glaube, in Vice City gab es den nicht, oder? Gab es den in San Andreas? Ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Doch, ich glaube schon. Auf jeden Fall wurde er in GTA 5 wiederbelebt. Da gibt es den auch. Und er hat ein ziemlich gutes Fahrverhalten, muss ich mal so feststellen. So, jetzt ganz schnell wieder rüber. Sieht ja eigentlich ganz gut aus. Wir werden nicht weiter verfolgt oder so. Die Diablos haben jetzt auch nicht den Rieseneinfluss.
Abgesehen von der Mission jetzt sind sie ja eigentlich auch noch nicht weiter aufgetaucht in Staunton Island. Von daher, ich glaube, wir werden hier ganz gemütlich wieder rüber tuckern können. Wir werden da, glaube ich, keine größeren Probleme bekommen. Und damit war auch das wieder eine relativ gemütliche Mission. Also, auch für Kenji sind die Missionen ziemlich angenehm eigentlich. Von mir aus können wir noch eine Weile weitermachen mit den Yakuza-Aufträgen. Die sind wirklich super. Allerdings muss ich sagen, würde ich doch eigentlich lieber für Asuka arbeiten als für Kenji. Denn auf die Dauer ist das Gelispe doch ein bisschen anstrengend, muss ich mal so feststellen. So. Ich weiß ja gar nichts dafür, aber naja. Kenji kriegt sein Geld. Wir kriegen unser Geld, unseren Anteil davon. Und wieder mal sind alle zufrieden. Außer den Diablos vielleicht. Was? Nur 10.000 Dollar? Da bin ich jetzt aber ein bisschen enttäuscht. Na gut, wenn er meint, mit 10.000 Dollar Aufträgen kannst du uns aber nicht hier lange bei der Stange halten, ne? Also da gehen wir dann irgendwann zu anderen Auftraggebern über.